Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Müller kritisiert Zuzugsstopp scharf, derzeit keine Suche nach Rebecca und das Wetter am Wochenende ist es durchwachsen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat die Aussagen aus der CDU-Fraktion zu einem Zugzugstopp als negativ für die Hauptstadt kritisiert. Die Äußerungen zu Zuzug und zur Einschränkung von Tourismus schaden unserer Stadt, teilte Müller via Twitter mit. Sie zerstören unser Selbstverständnis als europäische Metropole. Zudem betonte Müller, und wir wollen auch Zuzug. Es freut uns, wenn Menschen aus aller Welt Berlin als Sehnsuchtsort oder neue Heimat wählen. Jedes Jahr gewinnen wir etwa 40.000 Neuberlinerinnen und Berliner. Sie bereichern diese Stadt. Der regierende Bürgermeister reagierte damit auf eine Aussage des wohnungspolitischen Sprechers der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Christian Gräf, der einen Zuzugsstopp für Berlin ins Gespräch gebracht hat. Neuberliner sorgten mit dafür, dass sich hier ein Hotspot für Start-ups entwickelt, dass sich Unternehmen ansiedeln, Arbeitsplätze schaffen und mit für Wirtschaftswachstum sorgen, teilte Müller ebenfalls per Twitter mit. Nachdem Anfang der Woche erneut nach der 6,5 Monate verschwundenen Rebecca gesucht worden ist, sind in den nächsten Tagen keine weiteren Maßnahmen geplant. Dies sagte eine Polizeisprecherin am Freitag, nachdem am Donnerstag die Suche in einem Waldstück nahe Storkow nicht fortgesetzt worden ist. Beamte hatten Anfang der Woche den Wald bei dem kleinen Ort Kummersdorf durchkämmt. Ob bei der zweitägigen Aktion neue Spuren gefunden wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Schülerin aus Berlin war am 18. Februar verschwunden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Rebecca getötet wurde. Mehr als 2300 Hinweise gingen bei der Mordkommission ein. Die Eisbären Berlin treten am Samstag bei Dynamo Pavlovice zu ihrem letzten Testspiel vor dem Saisonstart in der deutschen Eishockeyliga am 13. Oktober auf heimischem Eis gegen Wolfsburg an. Zuletzt konnten die Spieler von Serge Aubert 3 Testspiele in Serie gewinnen, nachdem es zuvor noch einige Ungereimtheiten gab. Nun, nach den letzten Erfolgserlebnissen glaubt man im Lager der Eisbären aber daran, dass sich das Team und der Trainer gefunden haben. Ich finde, dass wir besser und besser mit dem System und dem Gameplan spielen. Im Anfang wollen alle selbst beweisen, alle wollen zeigen, dass sie klar und bereit ist. Und es ist natürlich im Anfang der Preseason, dass es ist so. Aber ich finde, dass jetzt spielen wir mehr als eine Mannschaft und folgen die Gameplan. Und wenn wir das machen, sehen wir, wie das Spiel gegen Wolfsburg, dann kommt es natürlich. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht fällt das Thermometer auf bis zu 9 Grad, es bleibt aber trocken. Am Samstag steigen die Temperaturen auf höchstens 21 Grad, die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 29% und die Sonne lässt sich 6 Stunden lang blicken. Am Sonntag fällt die Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 29% recht hoch aus, 3 Stunden lang scheint die Sonne und die Höchsttemperatur beträgt 19 Grad. Und auch am Montag und Dienstag betragen die Temperaturen nicht mehr als 19 Grad. Dazu kann es immer wieder Regen geben.